auf Ebene 24. Dann gehen wir mal runter auf Ebene 24. Wenn mir hier der Schacht reicht. Nö, natürlich nicht. Oder Ebene 14. War es Ebene 14? Naja, ich drück nochmal. Hoppala, ich wollte keinen Screenshot machen. Scheißendreck. Verkehrter Druckknopf. Eieiei. Ja, ist doch auch mal lustig, während ein Let's Play einen Screenshot zu machen, ob es witzig ist oder nicht. Aber, oh, sowas läuft halt. Ich will aber auch kein Strip Mining machen. Und schon wieder eine Höhle suchen, finde ich auch gerade doof. Suchen wir uns eine Höhle? Es regnet. Ich hasse Regentage. So, ich räume erstmal hier alles aus, was ich hier noch ausräumen kann. Weil viel Platz ist ja nicht mehr. So. Hier den Stein schön gestapelt. Gestapelt. So, Holz kommt auch hier rein. So, ich brauche die Schienen, brauche ich momentan nicht, wenn ich hier wirklich losziehen will. Dann habe ich noch alles. Kohle habe ich dabei. Ach, Holz brauche ich doch. Ein bisschen was zumindest. Ein 64er Stack ist nie verkehrt. Den Kies kann ich reinpacken. Oh, wenn dann ordentlich, Junge, pack's ordentlich rein. Nicht einfach nur alles zusammenwerfen. Sonst findet man hier wieder nichts. So, Steak nehmen wir mit, Feuerstein. Der ist auch zum Kotzen oft mittlerweile. Dann müssen wir mal wieder Hühnchen züchten. Damit wir hier Dinge haben. So, dann brauche ich ein paar Spitzhacken. Sonst rentiert sich die ganze Sache nicht. So. Wie viel mache ich mir denn? Ah, 5 Stück dürften reichen. So viel Zeug werde ich ja doch nicht finden. So, zack, 5 Stück. So, dürfte reichen. Ich habe einen Ofen über. Den könnte ich, wo könnte ich den? Den stelle ich hier natürlich in die Küche. Mittlerweile haben wir hier 6 Öfen stehen, also können wir hier munter um die Wette brutzeln. So, jetzt gehe ich halt in den anderen Schacht mal, vielleicht hilft uns der mehr. So, rein hier. So, irgendwelche... Nö. Gut, dass ich hier einen Zwischengang gebaut habe. Gut, dass der schon mal da ist. Vor allem bei so einem Wetter spawnt gern mal was. So. Oder bin ich hier schon auf der richtigen Einstellung? Muss ich mal direkt gucken. Optionen. Einfach. Ach, einfach wäre cool. Zurück zum Spiel. Ja, wenn, dann wollen wir schon ein bisschen Action, wenn wir hier am Buddeln sind. Ach ja, F3 wäre mal wieder eine Sache. So. Wo ist hier Ebene 14? Ich weiß halt gerade wirklich nicht, ob 14 oder 24. 24 wäre hier. Wenn ich hier gleich auf was stoße, dann glaube ich, dass es ist. Nö. Sieht nicht so aus. Dann probieren wir nochmal Ebene 14. Die ist ja doch nochmal eine Ecke tiefer. So, Ebene 14. Dann bauen wir uns hier mal rein. So, F3. So, dann ist hier Ruhe. Aber es sieht ungefähr genauso uneffektiv aus. Naja. Ich werde hier mal breiter. Hier müssen wir ja so ein Dreier-Dingens machen. Weil sonst wird es auch natürlich nichts. So, 3 Stück. Zack, 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 zack. Dann sind wir da schon mal so frei. Dann gehen wir mal so. Ah, hier ist schon mal Eisen. Also es ist doch nicht so unertragreich, wie ich dachte. So, Erde finden wir auch. Das ist auch ein sehr seltener Rohstoff. Deswegen nehmen wir den auch gleich mit. So, Eisen. Eine Eisenader. Ist ja nie zu verachten. So, 1, 2, 3.
Dann kommt's, geht's hier rein. Ich markiere mir das gleich zu Anfang. Also ich hier weiß, ja, hier und hier muss ich seitlich raus. Das ist auch immer so eine Sache, das muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man hier ab und zu mal links und rechts auch rein muss. Weil sonst bringt das ganze Strip Mining hier gar nichts. Und so eine kleine Abbaufläche ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. So, und die gute Erde mitgenommen. Ich will jetzt hier wirklich keine Höhle suchen, weil paar ist ja auch irgendwo blöd, meines Erachtens. Wenn wir hier schon wieder eine Höhle suchen. Weil irgendwann gehen uns auch die Höhlen aus und ich habe heute keinen Spaß drauf, dass ich hier eine Höhle erkunde. Also irgendwann ist es auch vorbei. Da muss dann sowas herhalten. Aber irgendwie ertragreich ist es jetzt auch nicht unbedingt. Am Ende wird sich wieder rausstellen, ey Junge, du musst auf Ebene 24. Das wäre natürlich der Bringer. So, 1, 2, 3, 1, 2. So, hier muss ich rein. Schön langsam. So. Da hau ich mich hier durch ein Gestein. Dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwas finden. Und wenn es nur eine Höhle ist, ahaha, das wäre natürlich auch lustig. So, alles schön ausgehoben. Also höhlen wir alles unter unserem schönen kleinen Bauernhäuschen aus. Dann können wir hier, boah, wenn uns mal der Drang nach Cobblestone steht, können wir hier mal wieder rumeiern. Aber ich muss mal echt einen Müllschlucker bauen. Oder wirklich irgendwas, wo ich Stein verwenden kann. Ohne Ende Stein. Ich hätte mein Labyrinth komplett aus Stein bauen müssen. Gold! Unnützes Ding, du. Brauche ich nicht. Nehme ich aber trotzdem mit. Weil einschmelzen kann man es ja doch. Und mittendrin brauche ich doch Booster-Schienen. Und dann ärgere ich mich, weil ich kein Gold mitgenommen habe. Aber sehr ertragreich, diese kleine Quelle gerade. Also nicht zu verachten. Ein bisschen was findet man schon. So, zugemacht. Mal schön dicht gemacht, dass hier nichts mehr reinkommt oder raus. Ich bin ja normal kein Vertreter vom Strip Mining, aber... Ach komm, irgendwann muss man das auch mal ausprobiert haben. Weil wäre ja sonst irgendwo langweilig, wenn ich das nicht immer... Wenn ich nicht alles ausprobieren würde. Ist ja doch, ja... Ist ja die Pflicht eines Let's Players, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass man das so handhabt. So, ich brauche hier eine Spitzhacke weniger. Aber meine Stacks zur Hand, nicht weggeworfen. Abpusten. Dann kann man es noch essen. Ist ja noch gut hier. Haben wir ja noch nicht. Aber wir haben fast jede Spitzhacke schon angefickt. Das finde ich jetzt gerade lustig. Aber naja. Kommt vor. So, ich hau mir meinen Dreiergang hier durch, aber irgendwie bringt der gerade gar nichts zutage. Oder war 24 doch besser? Ah, hier Kohle. Gute alte Kohle, die doch immer sehr zahlreich vorhanden ist. Wenn ich dich jetzt ausbuddel, da ist wieder einiges hinter, oder? So, nehmen wir mit. Ja, sehr ertragreich. Ich mache hier mal kurz Licht, damit ihr ein bisschen mehr seht. Und ich natürlich auch, weil im Dunkeln arbeiten ist auch nicht schön. Da baut man immer so viel Scheiß und dann haut man sich die Spitzhacke mir mit ins Knie. Und dann blutet man hier wie eine abgestochene Sau und dann kann einem keiner helfen, weil hier niemand mitarbeitet. Da ist man mal sehr schnell verblutet. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man irgendwas alleine arbeiten muss. Es kann ja wirklich überall was passieren, selbst im Haushalt oder so. Vor sowas habe ich eigentlich Angst, dass mir noch mehr Kohle. Okay. Dass mir was passiert, wenn irgendwie keiner in der Nähe ist. Also ich, keine Ahnung, blöd ausrutsch und bewusstlos in meiner eigenen Blutlache und meinem eigenen Erbrochenen lieg. Da habe ich Angst vor. Vor allem, dann ist man mal sehr schnell ziemlich tot. Also, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich. Eisen.
Ist mir hier ziemlich tot, aber es sind halt meine Gedanken, die doch irgendwo. Redstone, hier ist ja alles. Ja, es ist doch Ebene 14. Dachte ich's mir. War ja an einem Eck so viel Zeug. Ja, doch genial. Findet man ja so nicht. So, perfekt. Bisschen Redstone noch gefunden. Aber vor dem habe ich echt Angst, dass mir da irgendwas passiert. Ist ja ab und zu bei mir in der Arbeit auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel nur in die Arbeit fahre, um Teile zu wechseln. Es kann saublöd hergehen, man fällt über eine Palette oder sonst was. Man fällt halt irgendwo rüber und dann, keine Ahnung, stößt man sich den Kopf an der nächsten Werkbank und dann sind die Lichter mal aus. Und dann bleiben sie aus, weil hier die Glühbirne mal erloschen ist, die sich Kopf nennt, und dann beißt du mal sehr gepflegt ins Gras oder in einem Hallenboden. Ich würde lieber ins Gras beißen als in so einen Hallenboden, da bleiben die Zähne besser intakt. Wenn ich ein Gras beiße als in Beton. Beton küssen ist nie lustig. Nee, nee. So. Was mache ich mit dem Cobblestone? Ich könnte mal einen Monster-Spawner bauen. Aber für was? Um Erfahrungspunkte zu machen. Für was brauche ich die Erfahrungspunkte? Keine Ahnung. Ohne Netherschloss bringt man Erfahrungspunkte mal so gegen null. Ich brauche auch noch so Blazing Rolls. Ich muss echt noch ein Nether-Tor hier irgendwo bauen. Ein neues, aber diesmal ein richtiges und nicht eins zur Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wie zu Julia Trin. Nee, war einfach so eine Idee von mir. Dass ich das einfach so löse, dass ich hier ich wollte halt irgendwo eine Begründung suchen, wieso dass ich auf einmal in Julia Trins Welt bin und nicht mehr in meiner. Ah, und wieso juckt mich so mein Knie, dass ich nicht hinkomme unter meinem Schreibtisch. So, was gibt's Neues? Ich habe jetzt vor, umzuziehen. Deswegen muss ich auch aufnehmen. Wie ein Blöder. So, rutsch endlich, du Stuhl. Na, endlich, jetzt sitze ich wieder. So, ich habe jetzt vor, umzuziehen. Zusammen mit Julia Trin. Und ja, da muss ich natürlich vorproduzieren, um hier nicht, dass ihr auch, wie soll ich sagen, da gehen, dass ihr euren täglichen Nachschub habt, weil ist ja immer beim Umzug ist immer so mit verbunden, so scheiße, das Internet geht ein paar Tage nicht oder so, und ich bin eigentlich immer da sehr vorsichtig und rechne da immer mit ein bisschen mehr als üblich, nenne ich es jetzt mal, und ich rechne halt einfach mal mit 4 Wochen und dann. Das heißt für mich, aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Vor allem bei 3 Let's Plays mal 4. 3 Let's Plays mal 7 Tage sind 21 mal 4 sind wir bei. Ja. Scheiße, sind das viel. sind um die 80 Videos. 84, um genau zu sein. Leck mich am Arsch. Ja, und 84 Videos, die nehmen sich ja auch nicht unbedingt so easy auf. Und da arbeite ich ein bisschen vor. Alter, 84 Videos, bin ich krank? Und das muss ich alles im Vorrat schaffen. Und das alles auf einen Monat. Wie soll ich denn das fabrizieren? Eieiei. Nee, das geht schon irgendwie. Das kriege ich. Wenn ich jetzt heute eine 3-Stunden-Aufnahme mache, dann habe ich ja eh schon wieder einiges paletti. Aber, naja. Mal sehen, wie weit das ich halt komme. Und oh, ich freue mich schon voll drauf, mit Julia Trent zusammenzuziehen. Es wird schon klappen. Hoffe ich jetzt mal. Ich finde es ja sowieso beachtlich. Jetzt sind wir über ein Jahr zusammen. Und ja. Wir haben noch kein einziges Mal gestritten. Nicht wirklich.